Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt sind wir bei Vlogmas Tag Nummer 4. Den dritten Tag muss ich auslassen. Ich hatte keine Zeit gehabt zum Filmen. Heute ist Samstag. Wir haben auf jeden Fall vor, den Tannenbaum heute aufzustellen. Sophie freut sich schon. Mike versteht es wahrscheinlich nicht, aber ich denke, wenn der Baum steht, wird er sich auch freuen. Genau. Das steht auf jeden Fall heute mal an und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Don't wanna believe what I see on the live stream, what they sell me on the TV. It's haunting. Wir haben es jetzt 9:30 und ich habe schon hier alles aufgeräumt. Ich habe auch den Boden gewischt. Einfach, wenn der Tannenbaum dann hinkommt, dass dann alles sauber ist. Die Lichterkette, die hier hing, die habe ich jetzt hier nach drüben gemacht. Damit jetzt hier nicht einfach zu viel an einer Stelle beleuchtet ist. So sieht es bei uns aus. Genau, also ich habe auch die Küche schon aufgeräumt. Heute ging alles ganz gut soweit. Ich muss nachher noch schauen, was ich zum Mittagessen mache. Irgendwie was Schnelleres, würde ich jetzt mal sagen, weil wenn wir den Tannenbaum aufstellen, wird das, denke ich, auch viel Zeit in Anspruch nehmen. So. Sophie macht jetzt die erste Kugel. So sieht unser Baum aktuell aus. Wir sind noch nicht ganz so weit. Ich habe gerade mal schlafen legen wollen, aber der hat nicht so gut geschlafen. Und ja, falls euch fragt, das ist ein künstlicher Baum, also kein echter Baum. Wie man vielleicht auch sehen kann, aber ich finde ihn richtig schön. Also die Nadeln sieht man auch richtig gut. So gerade am Ende hat er solche Zweige, wo man wirklich jede Nadel sieht. Und wir haben uns hier für einen künstlichen Baum entschieden, also letztes Jahr schon, weil wir hier den Kamin direkt stehen haben und wir haben hier überall Bodenheizung. Und wenn wir einen echten Baum hinstellen würden, dann würde er einfach viel zu schnell die Nadeln verlieren und wir hätten nicht so lange was von ihm. Und ja, deshalb haben wir den, aber er gefällt uns wirklich sehr. Also wir waren auch letztes Jahr zufrieden. Und er hat eine Beleuchtung dabei. Also die Lichter, die sind schon hier überall verdrahtet und man muss nicht zusätzlich noch eine Lichterkette drum machen. Das finde ich auch richtig praktisch. Also der Mike ist jetzt auf jeden Fall wach und wir machen mal hier weiter. Mama, machen wir oder was? Hier ist ein Foto. Ja, machen wir auch gleich. Jetzt stecken wir. Dann muss man einfach mal auf den Knopf drücken, gell? Warte, wir müssen das jetzt hier reinstecken. Aber das. Hä, das reicht gar nicht. Hatten wir das letztes Jahr sicher so? So, ich zeige euch jetzt nochmal den Tannenbaum. So
Hier unten haben wir so ein Fell mit so silbernen Glitzerpailletten und so einem Schneeflockenmuster. Dann haben wir hier solche unterschiedlichen Kugeln. Manche sind matt, manche glänzend. Die haben wir letztes Jahr im IKEA gekauft. Einmal in Gold, das war so ein Set, und einmal in Silber. Dann haben wir hier auch solche Glitzerblumen, auch einmal in Goldton. Und dann haben wir hier noch so weiße. Und dann haben wir noch hier so eine Girlande. Und dann noch den Stern. Genau, und oben ist noch der Stern. Die sieht man fast nicht, das in Gold. Und die Lichterkette noch. Ja, die Lichterkette, die ist ja drauf. Die Lichterkette mussten wir ja nicht dran machen, ne? Genau. Gefällt's euch? Ja! Schön, gell? Und gefällt uns natürlich. Markus! Hier habe ich auch die Lichterkette schon an. Obwohl wir eigentlich erst 3:30 haben, aber es ist schon draußen so ein bisschen dunkel. So, ich bin jetzt im Auto. Es ist schon so dunkel draußen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich glaube, so 17 Uhr. Ich werde jetzt noch kurz in den Laden gehen und einen Blumenstrauß für meine Freundin besorgen. Wir gehen nämlich heute, beziehungsweise nicht wir, sondern ich, auf den Geburtstag. Und dafür wollte ich noch einen Blumenstrauß besorgen. Ist ganz lustig. Wir haben nämlich wie so eine Motto-Party. Und zwar wird das Motto Hawaii sein. Wir werden auch uns dementsprechend so ein bisschen kleiden. Richtig lustig. Ich finde, dass dieses Motto richtig cool, quasi zum Kontrast zum Winter sozusagen. Richtig coole Idee. Es gibt Cocktails und gute Musik und wir werden bestimmt einen schönen Abend haben. Und auf jeden Fall werde ich mich jetzt auf den Weg machen und die Blumen besorgen. So, ich bin zurück. Ich habe die Blumen besorgt. Moment, das sieht man gar nicht richtig. Das ist so eine richtig dunkelrote Blume und die ist in so Wachs getränkt worden, damit sie lange haltbar ist. Und es sieht richtig, richtig cool aus. Ich hoffe, sie wird sich freuen. Ich habe hier noch ein paar Brezeln geholt für die Kinder zum Abendessen. Dann bekommen die jetzt was zum Essen und ich werde mich dann hübsch machen. So, ich habe mich jetzt fertig gerichtet. Ich habe hier noch so einen Rock. Dann habe ich noch ein Armband und eine Kette. Das werde ich mir jetzt gleich noch anziehen und dann freue ich mich auf den Abend mit meinen Mädels und würde an der Stelle den Vlog beenden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und bis morgen vielleicht. Tschüss!